Mahlzeit, moin, Freunde der vierten Unterhaltung. Heute nach dem Ölwechselvideo von unserem Golf mal einen kleinen Kaltstarttest. Wir haben so circa heute 8 Grad. Dazu werden wir mit einem Öldruckmessgerät mal ein paar Dinge messen, gucken, ob sich das Öl auch schön absetzt und schön wieder erkühlt, sagen wir mal so. Dazu warten wir jetzt, dass Stefan mit unserem Servicefahrzeug kommt und dann geht's weiter. Endlich normale Leute! Ein super Koffer da und einmal Werbung, ja. Unboxing, Öldruckmessgerät. Toll. Und hast du das schon mal benutzt? Ja, fett. Ja, und wie viel Druck hat er? Noch genug. Ja, zunächst wollen wir uns mal anschauen, wie das Öl sich mittlerweile im Pott verhält, weil der Pott ist immer noch da. Komm einfach mit. Oh, kommst du mit, ne? So, quasi denke ich, sollte das im Motor genauso aussehen. Lässt sich schlecht kippen. Alter. Ist gar nicht. Aber überleg mal. Ja, und quasi ist das jetzt da drin. Ja, wollte ich willst du das jetzt hier gutachten? Ja klar, will ich das gutachten. Siehst du jetzt voll geht der direkt hoch? Am Start? Eigentlich, wenn der jetzt Öl kriegt, dann müsste der so, wenn der Motor noch recht gut ist, bis 4 bis 5 gehen. 4 bis 5 mal. Ich glaube, da ist noch Wasser im Auspuff, kann das sein? Er fällt. Wir sind aber nicht mal auf 1 gekommen. Ah, ist schon? Ja, bis dahin nur bis 1. Anschieben. Ich glaube, der hat da Wasser drin. Water. Water white. Anschieben. Leider riecht das Öl und ist ja langweilig. Ich hätte gedacht, wenn wir den jetzt starten, dass er null Öldruck hat, weil wenn man den vierten Pott anguckt. Ja, der ist komplett hart, aber muss der doch auch sein. Ja, aber das Öl hier dran, das wäre doch sonst auch weiß und Röckchen dran. Keine Ahnung. Das ist flüssig. Warum ist das flüssig da drin? Weiß ich nicht. Hat der überhaupt noch Sprit? Ah, weiß nicht, hab ich vorhin auch nein, wir sind doch da am Eck und hat doch so Böp Böp. Hab ich vorhin auch schon gefragt, ob der Sprit hat. Scheiße. Schieben. Kein Sprit drauf. Aua, aua. Lustig was. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Hallo beim Schieben. Scheiße. Erstmal ein Auto weggeschmissen, weil kein Sprit hat. Das Öl ist tatsächlich echt noch flüssig, keine Ahnung warum, aber wenn wir zum nächsten Step kommen und der wäre jetzt, dass Stefan uns mal nahe bringt, wie man den Zündzeitpunkt bei so einem Kfz verstellt. Dazu. Ha ha ha!
Gedacht, dass er nicht mehr lange mitmachen möchte. Müssen wir das nochmal messen, die Lautstärke. Jemand stinkt da gerade. Verstehe gar nichts. Die ist ein wenig nicht so gut. Nein. Und mein Schwanz, wo der vorher war. Locker 30 Dezibel Unterschied. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Mikrofon das nicht wahrnehmen kann. Nein. Ja, weil das Öl ist am Kochen hier hinter. Das war ein bisschen unmaßig hier da. Da ist unterbrochen. Alles halt auf Flasche so, oder? So winkel gut. Auf jeden Fall deutlich leiser als vorne, oder? Wenn die Gasannahme jetzt auch noch passt. Der dreht schneller auf Touren, Junge! Oder? Schneller auf Touren! Erstmal über den Zündzeitpunkt verändern bei jedem Auto. Das ist geil, das ist geil! So macht man das in der Werkstatt übrigens auch. Man klopft da mit dem Zollstock gegen, bis sich das einigermaßen gesund anhört. Also, Stefan, falls du deine Dienste mal anbieten möchtest. Alter! Der Öldruck ist ganz schlecht, nur zur Information. Normalerweise sollte der im Stand ein warmer Motor so über 2 Bar. Alles unter 2 Bar ist gar. Juhu, ja, ist gar! Weitermachen! Nicht gut im Standgas. Der geht voll schnell hoch, ne? Das ist Probefahrt, oder? Wenn man das hier hochgedreht. Auf Probefahrt. Wir brauchen nicht zum Tuner fahren. Das war definitiv nicht schlechter geworden, ne? Ja. Ja, für Jungen, ne? Ja, denke ich, hat Stefan mal wieder ganze Arbeit geleistet. Zu diesem Kfz hatten wir schon einmal probiert, den Drehzahlbegrenzer rauszunehmen. Allerdings kläglich gescheitert. Wenn natürlich noch der ein oder andere eventuell wüsste, wie man sowas umgehen kann, wäre es natürlich nicht schlecht, uns einmal zu schreiben und ich würde sagen, Stefan kommt. Einparken? Ja, wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, kommentiert. Wir werden uns im nächsten Film sehen. Kaputt, ist tot. Ja. Zu hoch gedreht.